Schnell noch ein Interview mit Radio RSG und dann geht es für die Missen ab auf die Bühne. Ja, guten Tag, meine lieben Freunde. Ist das so laut genug oder soll man es noch lauter machen? In diesem Jahr machte die 16-jährige Schülerin Jenna Nieporte das Rennen dicht, gefolgt von der Gräfraterin Maike Totenbier und von Mathilde Amusu. Die Schärpe übergab die scheidende Miss Lara Armbrüster. Oberbürgermeister Tim Kurzbach eröffnete den Markt, in diesem Jahr ohne Bierdusche. Und dann gab es Freibier für die Gäste. Die 49. Zöpkesmahlzeit mit dem evangelischen Pfarrer Bernd Reinshagen als Redner war natürlich ausverkauft, obwohl es in diesem Jahr fast zur gleichen Zeit eine Konkurrenzveranstaltung gab. Das ebenfalls ausverkaufte Ladies Dinner im Bürgersaal der Stadtkirche. Eine Wiederholung der Veranstaltung ist angedacht. Bis 22 Uhr gab es an einigen Stellen der City Live-Musik, ein gutes Konzept, um die Leute lange auf dem Markt zu halten. Am Fronhof spielten die Pirates of Love. Bei bestem Wetter konnte getrödelt werden. Für die Kinder an der Stadtkirche ging es aber erst Samstag los. Aber neben altem Kram gab es auch jede Menge für das leibliche Wohl, sogar gesundes und frisches Obst. Auf der kleinen Bühne vom CVJM am Entenpfuhl traten im Wechsel junge Musiker auf. Die Wandering Souls, Lorena und Garrett mit leisen Tönen und Gitarrenbegleitung. Auf unserer Bühne die bekannteste Entertainerin Deutschlands. Hier ist für Sie Helene Fischer. Auch weniger leise Töne gehören zum Programm des Marktes. Bei Selten Selters drehte sich alles um Schlagerstern Helene Fischer. Und die beste Sicht auf den meist gut gefüllten Markt gab es aus 38 Metern Höhe vom Riesenrad aus.